Es ist ein Tag wie jeder andere im Sybil-Zentrum der Heimstiftung Karlsruhe. Die Kinder spielen, doch ein paar Sachen stören. Das Gebäude ist über 100 Jahre alt und nicht mehr auf dem neuesten Stand. Undichte Fenster, alte Böden, morsche Decken, kaputte Leitungen. Die Kinder frieren viel. So konnte es nicht weitergehen. Eine Sanierung musste her. Das Problem: eine Sanierung kostet viel. Den Großteil übernimmt die Stadt Karlsruhe. Aber die Heimstiftung Karlsruhe muss auch einen Teil selbst aufbringen. Dafür suchte man Unterstützung. Und so entstand die Spendenkampagne Keine kalten Füße. Wir haben viele Aktionen veranstaltet. Wir waren bei Festen, veranstalteten Benefizkonzerte, eine Spendengewichtschallenge und Sockenstreckaktionen. Viele Unternehmen und Privatpersonen wurden zu Unterstützerinnen. Mit eurer Hilfe haben wir Geld gesammelt. So konnte das Sybil-Zentrum saniert werden. Für die Kinder und Jugendlichen, für mehr Chancengerechtigkeit in Karlsruhe. Bald ist es geschafft. Das Sybil-Zentrum erstrahlt in neuem Glanz. 2023 ist unser Endspurtjahr. Und so kannst du uns noch unterstützen. Mach mit bei unserem Spendenlauf und sammle Kilometer. Spende auf unserer Website. Entweder kleine Beträge oder große. Übernimm eine Zimmerpatenschaft. Mit deiner Hilfe sind warme Füße in Sicht. Das Sybil-Zentrum und die Kinder und Jugendlichen sagen ganz herzlich Dankeschön.